Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die Fahndung der Anwerber und wir sind im Air and Space Museum und versuchen Cindy McAllister zu befreien, die als Geisel genommen wurde und anscheinend hier irgendwas für die bösen Buben tun soll, was sie hoffentlich nicht tut. So, wir sind mittendrin und versuchen noch Corporal Barry und Sergeant Delgado hoffentlich zur Strecke zu bringen, weil die stehen uns wohl noch im Wege zwischen uns und der Befreiung Cindy McAllister. So, wir müssen hier rein, hier geht's gleich weiter, deswegen schmeißen wir doch einfach mal hier ein Geschütz rein und schauen mal, was die Jungs dazu sagen, wenn sie ein bisschen Gesellschaft bekommen. Vielleicht noch ein Granatsche. So, komm rein hier. Okay. Oh, da kommen sie raus, da kommen sie raus. Ja, habe ich den Verdacht. Was ist mit unserem... Unser Dröhnchen will nicht mitspielen. Unser Dröhnchen macht nicht mit. Wenn wir jetzt da reingehen... Ah, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Jetzt geht's los. So, dann nehmen wir unser G36 zur Hand. Einmal kurz durchladen. Ja. Dann gehen wir jetzt doch mal hier ins Feuer. Da hoch. Okay. Und Deckung. So, jetzt aber. Hoffentlich kommt die Drohne oder hängt die jetzt da draußen fest? Was ist denn los hier? Das passt mir jetzt aber irgendwie gar nicht. Ups. Ja, das wusste ich. Das tut weh. Doch. So, ich vermute mal, da kommt noch mehr. Ich wusste es. So, jetzt aber, oder? Oh, oh. Die Tür bleibt zum Glück offen. Das heißt, wir haben einen Fluchtweg. Das gefällt mir nicht. Mir fehlt meine Drohne. Ich bin ein Freund meiner Drohne. Oh ja. Oh, 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 oh. Wir wollen nicht hier auf der Strecke bleiben. Oh ja. Jetzt aber raus hier. Ah ja. Das war knapp, würde ich sagen. Ja, die Drohne macht mir gar keine Freude im Moment. Sie verweigert den Einsatz, sie verweigert den Dienst. Naja, fürs Kriegsgericht kann ich sie leider nicht stellen. So, wir müssen uns wieder ein bisschen hier vorbereiten. Das heißt, unsere Fertigkeiten erstmal wieder aufladen, bevor wir hier reingehen. Und hier den Laden ein bisschen aufmischen. So, jetzt aber. Und jetzt hier mal die Drohne in den Raum bringen. Ach du Schande, da steht ja einer. Wo ist er denn? Da ist er. So, jetzt machen wir aber hier mal Tabula Rasa. Das Geschütz hier oben schön drauf. Da haben wir doch... Ja, es darf nicht wahr sein. Der da oben macht uns echt ein bisschen Stress hier. Okay, okay, da sind wir jetzt wohl schon durch. Sehr gut. So, liegt irgendwo noch was rum hier, was wir gebrauchen könnten? Nein. Aber jetzt wird es mal langsam Zeit für den Sergeant und für den Corporal, habe ich so den Eindruck. Oder müssen wir hier tatsächlich durchs gesamte Air and Space Museum? Dann könnte das ja noch etwas länger dauern. So, dann mal hier vor. Dann würde ich doch vorschlagen, gehen wir hier vor. Und dann schlage ich vor, dass wir hier das Geschütz hier unterbringen.
kannst dich nicht vor meiner Drohne verstecken. Ja, spring doch gleich in den Tod. Ah, da kommen sie. Wusste ich's doch. So, ich lass mal die Fässer hier noch stehen, falls da ein großer Bube kommt. Okay. Ah, da unten tut sich was. Da unten tut sich was. Ach, da kommt er. Ja, komm, komm, komm. Was ist denn da, worauf die da schießen? Jetzt hätte ich da natürlich... Ja, ja, da ist was, was uns ein bisschen in die Suppe spuckt. Das muss weg. Hä? So, jetzt aber. So, wie sieht's aus? Können wir jetzt nach unten oder nicht? Oder kommt da jetzt noch mehr angeschlappt? Was nu? Ach, shit, shit, shit. Das wird so nichts. Da müssen wir davor. Ja, ja, da werden wir aber nicht runtergehen. Hier oben sind wir relativ safe. So, dann schauen wir mal. Da sind wir nämlich voll, dann können wir die Dinger auch einsetzen. So. Okay, wo machen wir jetzt unser Geschütz. Ich hoffe, dass da keiner runter rennt. Wie sieht es hier aus? Liegt da unten? Ne, da unten ist keiner. Drohne ist gestartet. Okay. So, es werden da welche rauskommen. Das dachte ich mir doch. Das dachte ich mir doch. So, ich würde ja gerne mit meinen Raketen arbeiten. So, wie sieht's aus? Oh je. Oh je. Scharfschütze. Ein Scharfschütze. Oh, da ist der Corporal. Okay, dann kommen wir jetzt mal langsam hier vorwärts. Der Corporal. So, den hätten wir. Na also, jetzt kommen wir mal hier vorwärts. Sehr schön. Sehr, sehr schön hier, Freunde. So, Material wieder aufgesammelt, wie ich diese Raketen liebe. So. Jetzt sollte es doch langsam zum Sergeant gehen. Delgado freut sich bestimmt schon auf die Bekanntschaft mit mir.
So, ich bin ja schließlich ein angenehmer Gesprächspartner. Dann werden wir hier nochmal aufmunitionieren und dann geht's hier hoffentlich ab. Und dann werden wir hoffentlich Cindy endlich treffen und befreien. Ah, da steht schon einer. Da steht schon einer und ja, man sollte mir nicht den Rücken zudrehen. So, Surfer, Surfer, Surfer. Da müssen wir rein. Wie sieht's aus? Fertigkeiten sind einsatzbereit. Wo können wir hin? Ja, wie immer da hoch, ne? Weil da hinten ist Action. Ich möchte dahin. Das ist meine Lieblingsposition. Für gute Freunde habe ich hier ein kleines MG. So, wir werden hier jetzt erstmal aufmischen. So, das Geschütz ist gleich Bam Bam. Er ist Bam Bam. So, jetzt habe ich wusste die Story, ich hätte wegen früher umzunieren müssen. Sucht euch eure Freunde. Sucht euch jemanden zum Spielen. Okay, wir sind leer. Und der ging nochmal in die Hose. So, da links ist noch einer. Jetzt haben wir natürlich keine Raketen mehr für unseren Freund Delgado. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen, um ihn zu begrüßen. Um ihn willkommen zu heißen. So, da kommt er nämlich jetzt bestimmt. Oha, oha, oha. Ja, klar. Er ist immer noch nicht dabei, oder? Delgado ist noch nicht dabei. Wir warten noch auf Delgado. Ja, das ist natürlich ein bisschen ungeschickt, weil jetzt alle unsere Fertigkeiten fast leer geschossen sind. So, unser Geschütz wird gerade aufgeladen. Und ich vermute, dass er jetzt hier rauskommt. Ups, unser Geschütz wieder in Position bringen. Ja, wusste ich es doch. Oh, da ist er. Oh ja, da müssen wir hier rum. Delgado, das wird's wohl gewesen sein für dich. Oh ja. Oh, 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 oh. Schnell mal da hinten hin. Und kurz für kleine Jungs. Ich müsste mal kurz austreten. So, wie sieht's aus? Da hinten ist noch einer. Der uns ein bisschen auf den Zeiger geht. Ach du Schande, was schießt denn da? Ach, wieder so ein... Komm, jetzt nicht draufgehen. Nicht draufgehen. In aller Ruhe hier schauen, was Sache ist. Halten, halten, halten. Das ist wieder dieser Scharfschützengedönsen-Palaver. Das gefällt mir gar nicht. Ja, schnappt ihr den da. So, dann gehen wir mal hier hin. Der muss weg. Dann haben wir es wieder etwas einfacher. So, dann wieder versuchen, hier hochzukommen. Oh, wir sind im Cooldown. Wir sind im Cooldown. Komm, den machen wir weg als nächstes.
Sehr schön, das hat doch geklappt. Und jetzt wieder die Luftverteidigung. Bitte sehr. Ja, ja, ich sehe dich auch. Danke für die Rettung, Agent. Echt komisch, auf dieser Seite des Einsatzes zu sein. Schön, dass Sie in Sicherheit sind, Cindy. Agent, treffen Sie uns am Schloss. Oh, Verbesserung der Rekrutierung, was auch immer das jetzt wieder heißt. Ah ja, okay, wir werden dann gleich mal zum Schloss gehen, aber jetzt erstmal wieder hier schön alles aufräumen, mitnehmen, was nur geht. Sollte es eventuell in The Division doch noch etwas Neues geben? Okay, da drüben war Delgados Material. Ja, das war leider nur ein kurzes Intermezzo, mein Freund. So, was ist da? Da müssen wir hin. Das scheint Cindy McAllister Kontrollpunkte, Kopfgeldeinsatz, Karte öffnen. Ich glaube, genau da müssen wir hin. Also, das heißt, wir gehen. Haben wir alles hier? Haben wir alles? Haben wir alles? Ah, ein bisschen Munition. Ja, wir sollten sowieso hier mal ein bisschen auffüllen. Man weiß ja nie, wann man es wirklich nochmal braucht, denn ihr wisst ja, haben ist besser als brauchen. So, also, dann gehen wir mal in der Schnellreise hier in unsere Schlosssiedlung und dann schauen wir mal, was es Feines zu hören und zu sehen gibt zum Abschluss dieser Teilverhandlung. Sehr schön. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. So, da müssen wir lang. Und da ist wieder ein Wuff. Wuff, wuff. Ups. Nee, warte mal einen Augenblick. Warte. Hä? Hallo? Hä, was ist da neu? Ah, neuer Haupteinsatz. Einsatztheater, Sendung, Wiederholung. Nee, Freunde, das machen wir nicht. Wir müssen, glaube ich, da lang. Ah, Rekrutierung. Anwerbung freischalten. Ist ja interessant. Was bedeutet das? Danke für die Rettung, Agent. Ich weiß, dass Sie mich für die alberne Drohnenführerin und manchmal schießwütige Mörserschützin Cindy halten, aber ich verspreche, dass mir mein neuer Job besser gefällt. Er passt besser zu mir. Also wenn Sie jemanden rekrutieren wollen, bin ich Ihre Rekrutiererin. Aha. Rekrutierung. Okay. Sehr schön, 25% sind erledigt für die Zielposition der Anwerber, der ja unser Primärziel ist. Das nächste scheint Mel Arnold zu sein, wenn ich das richtig sehe. Ja, und der wird aber erst in 2 Tagen verfügbar sein. Also, Cindy McAllister haben wir gerettet. Und sie ist jetzt für die Rekrutierung zuständig, was das auch immer heißen mag. Da bin ich mal gespannt. Oh, da ist ein Schießstand. Da bin ich mal gespannt, was uns das weiterhelfen wird hier bei der Geschichte. Auf jeden Fall haben wir die Schlosssiedlung nochmal etwas gepusht. Freunde, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und für diese Folgen hier in unserer neuen Fahndung der Anwerber. Ich sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet, wenn wir den nächsten Teil angehen. Bis dahin. Bis bald. Oh, Fliege?